Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Und wir machen jetzt auch hier mit dem Elite-Gegner mal weiter. Ich glaube, auf diese Wetter-Events bin ich bisher, oder auf diese Wettereffekte bin ich bisher noch nicht getroffen. Das sieht bisher eigentlich ganz gut aus von den Karten. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist halt der Schaden. Aber wir haben dreimal Improvise. Und das sollte eigentlich ganz gut klappen. Wir haben auch eine ganz gute Defensive. Wir können den Gegner schwächen. Wir können mehr Karten ziehen. Wir kriegen jede Menge Mana. Nur was den Schaden angeht, ist das bisher so ein bisschen... okay, gut. Aber auch nach dem letzten Video, aber das war die zweite Ebene, wo wir so auf die Nase bekommen haben. Ich bin aber trotzdem am Überlegen, dass ich nicht hier oben dann rechts lang gehe und nicht zu dem Ding hier. Das sieht man auch wunderbar hier an dem Kanonenrohr mit den ganzen... Das sind da die drei Statuseffekte. Wie gut, dass mir das auch mal auffällt. Gut, dann legen wir los. Okay, das ist also der Eiseffekt. Man bekommt einen Frost, wenn ich eine Nicht-Mana-Karte spiele. Okay, beziehungsweise das ist dann bei den Gegnern, glaube ich, auch so. Das könnte ja noch sehr interessant werden. Da bin ich mal gespannt. Womit starten wir denn mal? Poison ist, glaube ich, nie verkehrt. Wobei, wir machen erstmal noch zwei Tools. Und okay, jeder bekommt Frost. Das hat dann ja eigentlich nur wirklich einen negativen Effekt, wenn der Gegner auf uns Frost macht. Weil so werden wir dann alle eingefroren. Und ich kann auch noch so viele Karten spielen. Das ist natürlich super. So, wir haben jetzt Skill. Nehmen wir mal Arcane. Dann haben wir hier... Wie machen wir das denn jetzt? Dann spielen wir erstmal die Karte. Dann haben wir zweimal Poison Bomb. Dann spielen wir einmal Fokus. Fokus ist jetzt in dieser Kombination gar nicht mal so verkehrt. So, das holen wir uns direkt. Dann spielen wir die Karte nochmal. Und dann haben wir hier noch zweimal Stone Skin. Ich glaube, das werde ich auch direkt draufpacken. Und wir haben schon direkt die Quest erledigt. Ja, das ist ja schon mal super. Super Start. So, nach allzu viel Schaden sieht das noch nicht so viel aus. Moment. Icy Gale. 3 Mana und Frostbite. Das ist natürlich... So. Oh, das ist super. Cleansing Balm. Das ist echt super. Dann können wir das mal runternehmen. Das war wirklich praktisch. So. Dann, was machen wir? Wir packen erstmal Werkzeuge da wieder hin. Wunderbar. Die Mana-Karte spare ich mir erstmal noch. Spielen wir erst nochmal Improvise. Und dann hier bitte einmal die Mana-Karte. Man kann auch mehr... Warum steht denn da 6? Also wir können auch mehr Mana damit verlieren, als wir eigentlich bekommen würden. Also es wäre nicht plus minus 0, habe ich das jetzt richtig gesehen? Das ist natürlich nicht so schön. Plated haben wir da nochmal. Gut, Heavy Stand brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Das können wir nochmal raushauen. Ja, das ist jetzt mit Heavy Stand hier gerade ein bisschen doof.
und Invigorate zusammen mit Patient Focus. Obwohl, nee, das geht. Dann haben wir doch 5 bekommen. Also ganz billig das noch nicht. Oder zählen die nicht als normale Karten irgendwie? Icy Gale. 12 Frost. Alle Gegner. Und sie bekommen 12 Shield. Okay. Aber warum hast du denn dann jetzt 6 bekommen? Wegen irgendwelchen Debuffs wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich. Ja. So, das will ich erstmal nicht nehmen. Wir müssten den ersten jetzt hier auf jeden Fall erstmal rausnehmen können. Jawohl, das ist doch schon mal gut. Dann können wir jetzt hier einmal Hoppel spielen. Dann einmal die Karte. Dann ziehen wir wieder eine. Unstable Darkstone haben wir jetzt. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Könnte natürlich, wobei, das sind 6. Machen wir das erstmal. Ja gut, nee, das war blöd. Machen wir das so. Will ich die kopieren? Ich glaube mal nicht. Hier noch Zusatzschild brauchen wir jetzt auch nicht. Ich spare mir dann lieber das Mana. Haben wir immer noch genug Shield? Jetzt wurden wir eingefroren. Okay. Der hat halt, das Ding hat halt noch 33 Shield. AI Core. Einmal 8 Damage. An jeden. Und warum hast du jetzt kein Damage bekommen? Plated. Ja, das müsste an Plated gelegen haben. Okay. Dann, was machen wir? Erstmal so, dann können wir die Karte nochmal spielen. Dann haben wir hier einen Curse. Wir können jetzt eine Karte noch aufwerten. Das ist vielleicht... Machen wir das so. Dann würde ich sagen, Heavy Stand brauchen wir an der Stelle jetzt mal nicht. Nee, das hat jetzt, warum hatten das jetzt... Na, nein, dafür brauche ich ja 2 Tools, verdammt. Egal, das klappt auch so. Frozen, Frost Barrier, Frostrune und Plated und Shield, okay. Mann, der Kampf könnte hier echt ein bisschen länger dauern. Infuse, das sind dann halt auch nur 5 Arcane. Revelation können wir mal spielen. Das können wir dann mal spielen. Dann gucken wir mal, was wir für Tools bekommen. Ist nicht verkehrt. Shield brauchen wir jetzt vielleicht schon. Dann spiele ich die jetzt hier erstmal alle. Fatigue, was war denn das nochmal genau? Debuff. Jedes Mal, wenn wir eine Extrakarte ziehen, das ist natürlich extrem schlecht. Für mich jetzt. Erhöht die Kosten aller Nicht-Mana-Karten. Ach, das war das, okay. Aber wir haben ja eigentlich genug Mana, von daher das aber trotzdem schon ein bisschen bitter.
Ich bräuchte mal hier Damage. Schock ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Können wir das noch mal eben spielen? Dann nehme ich jetzt erst noch mal hier Hobble, auch wenn die Karte teurer ist. Können wir uns noch mal buffen? Ja, das können wir uns auch noch mal geben. Nichts passiert. Ah, das ist super. Das ist jetzt echt super. Der hat ja nicht allzu viele Lebenspunkte, aber der hat halt eine Menge Shield. Poison ist dann natürlich jetzt schon mal echt ganz nett an der Stelle. Infuse haben wir dann noch. Dann machen wir damit auf jeden Fall noch mal ein bisschen Damage. Und damit können wir jetzt nicht so wirklich machen. Ansonsten einmal das spielen, dann kriegen wir nochmal Poison. Ich muss jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen hier auf Poison setzen. Da können wir uns wieder ein bisschen Mana geben. Ich brauche eine Karte, die Schaden macht. Ich glaube, sobald ich hier die Möglichkeit bekomme, wieder zur Kartenauswahl und da ist nichts bei, was Schaden macht, benutze ich dann mal Reroll. Frostbite. Gut, wie fangen wir denn jetzt hier an? Ach, nee, Moment. Bezieht sich das darauf, wenn ich mehr Karten davon habe? Per card in your hand. Also, wenn ich mehrere davon habe. Nicht auf die Karten, die ich dann insgesamt auf der Hand habe. Da steht ja dann auch 6. In dem Fall jetzt. Ha. Okay, wie machen wir das? Wir holen uns eher erstmal wieder ein bisschen Krimskrams. So, das brauchen wir alles nicht spielen. Wir können das hier mal discarden. Wir haben ja genug Shield. Und was den Rest angeht, ja super. Ist mal wieder alles nur Mana-Kram. Das wäre natürlich extrem schlecht, wenn wir halt so noch keine Schadenskarten mehr bekommen und dann wirklich auf den Boss treffen, wo der Kampf ein bisschen länger dauert. Adept. Das ist vielleicht ganz nett, wobei wir jetzt nicht so die Statuseffekte derzeit haben. Trinket, noch ein anderes. Wenn wir kein Mana haben, ziehen wir 2 Karten und bekommen 4 Mana. Ja, das brauchen wir halt mal. Das brauchen wir mal so gar nicht. Und da benutze ich jetzt auch nicht Reroll, sondern wir müssen hier mal gucken. Arcane Rune. Mana, nein. Schock und Arcane, auch nicht unbedingt. Das ist eine Wetterkarte. Die ist seit diesem Wetterupdate auf jeden Fall neu, soweit ich das weiß. Weiß ich nicht. Nehmen wir jetzt mal hier Reroll. Was haben wir denn hier? Okay. Arms Race. Das ist wieder was mit Strike. Muss man zusammen mit Strike dann spielen? Oder kann man spielen? Das gibt halt auch wieder Mana. Brauchen wir jetzt halt erstmal nicht. Makeshift Strike. 4 Damage am ersten Gegner. 2 Tools, wenn die nach einem Strike gespielt wird. Es ist eine Damage-Karte, die so gut wie keinen Schaden macht. Das ist ja super. Adjustable Protocols. Das klingt auch sehr nett. Wir ziehen 2 Karten, das ist auch sehr flexibel, wenn das die letzte Karte auf der Hand ist. Wir kriegen 5 Mana, wenn wir keinen Mana haben, können diese Effekte denn auch alle zusammen passieren. 12 Shield, wenn wir kein Shield haben. Das ist halt auch sehr nett, aber ich brauche Damage. Bracing Cold. Ist kostenlos, eine Wetterkarte. Wir bekommen 4 Mana, 10 Frost an allen Gegnern. Und wir bekommen auch 10 Frost und alle Verbündeten. Ja, das ist ja...
das ist auch irgendwie nichts, was ich so wirklich haben will. Dann würde ich wirklich die hier nehmen. Die oder die? Weil das ist halt auch schon echt eine nette Karte. Die macht halt keinen Schaden, theoretisch. Wir können Karten ziehen, aber ich glaube, ich nehme mal die Karte. Na komm. So, was haben wir hier? Wenn ich das jetzt upgrade, dann ziehen wir 3, bekommen entweder 6 Mana und 14 Shield. Da wird sich das Upgrade, glaube ich, sogar auch noch recht lohnen. 8 mal 3. Ach, müssen wir 2 Tools wegwerfen. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Ansonsten, das hier wäre dann 10. Es wird auf jeden Fall nicht teurer. Es wird ein bisschen stärker von den Werten, aber ist halt auch so eine Sache. Das ist alles. Das sind alles nette Karten, ja, aber irgendwie nicht das, was ich will. Ich glaube, ich werde das hier mal upgraden. Das ist, glaube ich, so jetzt für den Moment am stärksten. Okay. Gut, dann hätten wir das. Dann auf zum Boss mit Frosteffekten. Ach ja, das könnte jetzt auch sehr interessant werden. Wobei, ja gut, er hat nur 53 Lebenspunkte, aber dann noch... Und er beschwört. Ja, das ist halt... Ach, er wieder. Ja, genau. Nehmen wir erstmal Arcane. Können wir schon mal ein bisschen Schaden machen. Dann Improvise. Müsste auf jeden Fall auch gucken, dass ich da einiges an... Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Mehr Mana. Ach nee, ich nehme das hier. Wir holen uns lieber noch ein Tool. Weil hier haben wir auch noch eine Mana-Karte. Und das Mana werden wir sowieso nicht mehr los. Dann können wir das erstmal so machen. Die würde ich auch ganz gerne spielen. Einmal Curse. Dann machen wir das so. Dann ist das doch schon mal ganz okay. Oh Gott, 60 Lebenspunkte und 20 Shield. Und jeder bekommt jetzt auch nochmal wieder Schaden. Oh, das könnte echt jetzt... Zum einen könnte der Kampf jetzt echt ein bisschen dauern. Und zum anderen fehlt halt einfach der Schaden. Karte kopieren, tough, wie wäre schon... Wäre schon okay. Das wäre halt auch ganz... Was haben wir denn hier? Da haben wir noch ein Tool. Ich gebe mir jetzt hier erstmal ein Shield. Dann spielen wir das und schmeißen die Karte erstmal weg. Jetzt können wir noch eine Karte aufwerten. Ja, auch die Situation mit der letzten Karte auf der Hand könnte bei ihr echt ein bisschen schwierig werden. Theoretisch ist die von den Werten echt super. Also bei den Kosten... ist halt eine super Allzweckkarte. Ich spiele Improvise. Dann machen wir das so. Dann können wir uns hiermit nochmal buffen. Dann machen wir das einmal so. Und dann war es das für die Runde. Ja, und die buffen sich noch mit Powerful. Das könnte richtig, richtig doof werden. Und jetzt will er noch wen beschwören. Er hier ist halt echt das Problem. Der Käfer. Wegen so vielen Lebenspunkten. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall jetzt was überlegen. Ich gebe mir erstmal Shield. 100% Evade Chance. Ja, du hast auch jetzt noch Evasion. Das ist ja noch blöder. Dann brauche ich dich auch eigentlich gar nicht angreifen. Ich habe halt auch zu viel Mana-Karten.
Jetzt habe ich so viel Mana, aber ich kann das irgendwie nicht in Karten umwandeln. Und auch noch so ein. Das ist hier, das ist mein Endbosskampf. Wir kriegen Erschöpfung, die kriegen alle Frost. Oh mein Gott, das Video könnte ein bisschen länger gehen. Ja, du musst halt eigentlich als erstes drauf gehen. Das geht halt nicht. Das geht mit dir halt gar nicht. Ich brauche hier für den Moment sehr viel mehr Tools. Ja, das ist auf jeden Fall ganz nett. Dann haben wir da noch Mana. Dann können wir die sogar beide spielen. Jetzt froste ich mich damit nur sehr. Ach, das musste ich wieder. Ach, habe ich wieder gepennt? Was ist denn da los? Mana und Frostbite. Wir haben ein bisschen Shield. Also deswegen. Aber je länger dieser Kampf dauert, desto blöder wird das halt. Machen wir das erstmal so. Nochmal ein Curse. Und jetzt habe ich mich selbst gefrostet. Ja. Gut, wir haben aber Shield. Also das hier ist wirklich die kniffligste Situation, die ich bisher in diesem Let's Play hatte. Frozen, so, ein ganzen Zeug und Shield und Plated und überhaupt. Zehnmal zwei wäre es gewesen, ja, Gott sei Dank, da hatte ich jetzt echt nochmal Glück. Auch wenn wir ein bisschen Shield haben, aber das, damit kommen wir dann halt auch nicht mehr weit. Das macht jetzt halt auch nicht so viel Schaden. Bräuchten wir halt ein Tool. Wenn ich mal dran denken würde, würde das auch klappen. Nee, Moment. Das zählt doch für alle Karten. Das stand da aber gerade anders drauf. Irgendwie, das, ich weiß nicht, ich finde das komisch. So, Schock. Einmal das. Card Draw wäre jetzt halt ganz nett und so. Drei, ja, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dann kommen wir auf jeden Fall auf. Nehmen wir mal hier die Statuseffekte weg. Dann können wir das nämlich so machen. Dann haben wir dem jetzt halt nicht Schock gegeben. So, noch ein paar Tools. Curse ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, okay, ja, schön und gut. Auf 15 Frost, Shield und Sturdy, ja, das ist halt super jetzt. Also diese Wettereffekte sind schon echt cool. Weil die das Ganze, also den ganzen Kampf nochmal so ein bisschen so einen anderen Spin geben. Aber auch, obwohl, ich brauche mich nicht beschweren, es läuft ja momentan. Okay, so, machen wir das mal für den Moment. So, und dann spielen wir mal Improvise. Dann einmal das bitte. Poison ist schon mal ganz nett. Jetzt könnten wir hier dann noch eine Karte aufwerten. Boah, das ist jetzt, ja, dann gibt es natürlich solche Situationen, wo ich jetzt momentan mit dem Ding hier überhaupt nichts anfangen kann. Ha.
So, wir haben noch Improvise. Dann können wir nochmal hier Curse, Stone Skin, bitte, danke. Wir haben halt genau ein Shield. Das ist halt so blöd. Sieht ganz okay aus bis hierhin. Wir haben ein bisschen Schaden jetzt bekommen. Also wichtig ist, wäre es jetzt nur, dass er hier nicht wieder irgendwas beschwört. So, und Heilung wäre jetzt auch mal ganz cool. So, du kriegst verwundbar. Wir holen uns Tools. Dann spielen wir das. Dann haben wir hier nochmal Poison. Poison, Poison, Poison. Da können wir eine Karte kopieren, ist dann auch noch eine Option. Ansonsten nehmen wir erstmal Arcane. Das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Verdammt. Okay. Jetzt kriegen wir auch noch Damage. Ja, das ist super, super doof. Jetzt könnten wir uns dann auch wirklich heilen. Du willst mich angreifen. Wir haben kein Shield. Dann wäre die Karte hier schon mal super. Dann kriegen wir 16 Shield immerhin. Auf der anderen Seite holen wir uns erstmal Tools und gucken mal, was haben wir denn. Wir haben da einmal Schock. Wir haben da einmal Mushroom. Wir haben da so schon mal Heilung. Dann brauche ich die Heilkarte gar nicht spielen. Dann können wir das Mana für was anderes benutzen. Dann geben wir uns hiermit jetzt mal Shield so ein bisschen. Obwohl, er ist jetzt auch schon wieder gefroren. Ha. Nee. Dann werde ich das jetzt trotzdem spielen. So. Dann haben wir zumindest wieder 91 Lebenspunkte und das ist jetzt auch das neue Maximum. Gibt es noch eine Runde Frostbite. Du willst jetzt 30 Damage machen, was ich super, super doof von dir finde. Das hat den Schaden jetzt ein bisschen reduziert, aber auch nicht wirklich allzu viel. Shield Generator wäre natürlich jetzt schon mal super. Kriegen wir das hin? Kriegen wir derzeit nicht so wirklich hin. Ich ziehe noch mal Karten. Heavy Stand wäre natürlich jetzt auch gar nicht mal so doof. Nehmen wir erstmal das. Dann nochmal das. Ja, wir haben jetzt so viel Shield, dann brauche ich auch Heavy Stand nicht. Damit geben wir uns dann wieder ein bisschen Mana für die nächste Runde. Also so vom Shield her sieht das schon super aus. Wenn das Einzige, was mir wirklich ein bisschen Sorgen macht, wenn da auf einmal vier Gegner mit ein bisschen mehr Lebenspunkten wären, die sich ständig jede Runde den Angriffsschaden buffen. Das wäre das absolute Horrorszenario. Gut, wir werden wahrscheinlich das Mana so jetzt nicht los. Wobei, wir können... Es reicht noch nicht ganz. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Poison, ja, das hauen wir jetzt alles raus. Was soll's? Heilkarte brauche ich jetzt nicht. Den ganzen anderen Krempel brauche ich im Prinzip auch nicht. Genau, wir haben auch nicht mehr genug Mana. Das sollte jetzt sowieso passen. Mit dem Gift, genau. Wow, das war ja schon hier der totale Endbosskampf. Aber ein paar interessante Karten. Twinning Ritual... 2 Mana, temporary copy of the next one, non-temporary spell you play this turn. Uff. Das ist vielleicht eine Idee für ein Deck, das wenig Karten hat mit starken Karten, was wir jetzt hier nicht haben. Skill und Strike ziehen ist auch nicht so verkehrt, dann hätten wir zumindest mehr Schaden. Swarm Calling.
kriegen wir Verbündete, die dann halt auch Schaden machen und Bleed. Das wäre halt auch eine Option. Das wäre vielleicht, das ist halt jetzt echt die Frage. Also die Karten, die wir haben, ich glaube, ich probiere das mal mit Swarm Calling. So, Karte können wir aufwerten. Was werden, hätten wir denn hier? Dann hätten wir sogar drei. Und wir triggern dann noch Bleed. Ja, dann werde ich auf jeden Fall die Karte aufwerten, weil wir brauchen halt wirklich Sachen, die mehr Schaden machen. Das geht so nicht. 8x3 wäre halt auch super. Weak und Frail, ja, das wäre halt auch, ich glaube, das werde ich jetzt sogar auch machen. Weil was anderes, so offensivtechnisch, haben wir jetzt auch nicht so wirklich. Ich muss nur dran denken, dass ich dann halt... Ich muss dann halt schon zwei Tools abwerfen, aber wir würden dann halt direkten Schaden machen. Das ist halt jetzt so eine Sache. Ich könnte natürlich auch das hier nehmen, aber das ist halt, weiß ich nicht. Nee, das ist nicht so toll. Nee, ja komm, wir machen das hier mit Improvised Strike. So, wir können eine Karte entfernen. Die Frage ist, wollen wir das? Und wenn ja, was wollen wir entfernen? Arcane ist ja schön und nett. Aber es passt da halt nicht so wirklich rein, würde ich mal behaupten. So, die anderen Karten, auch diese Sache mit, wenn wir keinen Mana haben. Eine könnte ich davon vielleicht nehmen. Wir haben halt jetzt auch so viele Mana-Karten. Dann müsste ich eigentlich eine rauswerfen. Wobei Infuse ist jetzt... Wir müssten ja eigentlich schon mehr Schaden machen. Deswegen, ich schmeiß jetzt mal Infuse raus. Ob das eine gute Idee war, werden wir vielleicht nächstes Mal rausfinden. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.